Hallo zusammen, ich grüße euch zu einem riesigen Testvideo, denn ich habe hier die ganz neue Bella Napoli bzw. Ernst Wagners Bella Napoli in der Sorte Margherita. Ganz neue Pizza im XXL-Format. Also ihr könnt das hier sehen, ich kann meinen ganzen Kopf dahinter verstecken und ihr könnt das vielleicht auch abschätzen. Sie ist gigantisch groß, ganz neu auf dem Markt und sie wird jetzt in diesem Testvideo probiert und dann seid ihr nachher schlauer und wisst, ob ihr sie auch mal probieren solltet. Also viel Spaß. Ja, ganz neu von Ernst Wagner. Sie wollen jetzt den Großpizzamarkt mit auf dem Großpizzenmarkt mitmischen. Es soll ja italienischer sein, denn italienische Pizzen gelten als größer. Wir werden da gleich noch ein bisschen drüber diskutieren. Es gibt noch die Sorte Salami, es gibt Spezial, es gibt Thunfisch, es gibt Margherita. Und dann gab es noch Diavolo. Genau, 5 Pizzen. Für mit in dem Fall hier 425 Gramm die Margherita für knapp 3,50 €, also hochpreisiger und größer. Es gibt ja auch die Dr. Oetker La Mia Grande, ich verlinke sie euch nochmal, die habe ich ja auch schon getestet vor einiger Zeit und die wollen jetzt eben auch mitmachen. Der Ofen ist vorgeheizt, ich schiebe das Ding hier rein und dann quatschen wir natürlich auch ein bisschen darüber, was uns hier erwartet. Doch bevor sie in den Ofen kommt, vielleicht einmal vorher, nachher, so sieht sie jetzt noch gefroren aus. Ihr seht ordentlich Käse. So ein bisschen Grünzeugs und eher dünnerer Boden. Rand sieht auch gut aus. Man sieht, die ist auch vorgebacken. Und rein mit dem Ding, würde ich sagen. Tja, das Ding ist so groß, dass es nicht mal ganz auf die Kamera passt. Guckt es euch mal bitte an. Übrigens, falls sie euch irgendwie bekannt vorkommen, das habe ich gerade in der Einleitung vergessen, es gab diese Pizza eigentlich auch schon mal. Und zwar hieß sie da nicht Wagners Bella Napoli, sondern Original. Ja, sogar die Packung sah fast gleich aus mit diesem Bild hier. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum sie bzw. Nestle, gehört ja zu Nestle, sie jetzt nochmal rausgebracht haben. Ich weiß es nicht. Hier ist sie jetzt aber und seien wir ehrlich, sie sieht trotzdem wirklich verdammt gut aus, ja. Ich musste gerade noch mal eben ein Foto machen, bevor ich sie zerstöre. Ja, so sieht sie aus. Ihr seht jetzt, das ist jetzt wie gesagt die Sorte Margherita und ich denke, man sollte immer die Basics testen, um, ja, wenn man zumindest etwas, ich sag mal, qualitativ oder vom Geschmack beurteilen will oder ich als Foodblogger mache das so, ich nehme immer die Basics. Ein Burger wird immer als Cheeseburger bestellt und eine Pizza, eine Margherita im Idealfall, weil eben, ja, man die Basis beurteilen kann. Den Boden, die Soße, den Käse und ja, so sieht es also aus. Der Herr Wagner hat sich von seinen Italienreisen inspirieren lassen. Gucken wir mal, was dabei rumgekommen ist. Das Ding ist auf jeden Fall wirklich mega groß. Ihr seht, das passt ja auch nicht auf mein Holzbrettchen. Und jetzt schneiden wir da mal rein. Kommt gleich wieder irgendwelche Kommentare. Wie schneidet der Typ Pizza? Ich glaube, da trennt sich die Spreu, nicht die Spreu vom Weizen vielleicht, aber da hat jeder, glaube ich, seine eigene Technik. Wir machen jetzt einfach mal ganz klassisch hier das Achtel der Pizza. Und der Rand ist wirklich gut. Wir können das hier, glaube ich, auch sehen oder ihr könnt das sehen. Der ist hier am Rand wirklich locker luftig und unten ist der Teig dünn. Gut Soße drauf. Wir gucken gleich nochmal genau auf die Packung, was so drin steckt. Und der Käse, ihr könnt das sehen, ist jetzt nicht massig viel wie bei so einer Pizzeria, wo man, ist der Karton runtergefallen, wie bei so einer Pizzeria, wo man Tonnen Gouda drauf geschaufelt bekommt. Das ist jetzt hier ein bisschen, ja, supermarkttauglicher. Und ihr seht jetzt hier, die ist jetzt 7 Minuten gebacken. Am Rand ist sie sehr knusprig, hier drin ist sie eher weich. Ist jetzt die Frage, ob das wirklich eine italienische Pizza ist, denn italienische Pizza versteht man eher die mit diesen dicken Rändern, mit dem Leoparding und so weiter und dem sehr, sehr dünnen Boden und dem sehr, sehr dicken Rand. Das ist hier so ein Zwischending. Vielleicht eher wie man eine Pizza in Deutschland bekommt. Ich glaube nicht, dass die so in Italien aussehen, aber vielleicht schmecken sie. Eine Theorie ist ja, jetzt kommen wir erstmal zur Pizza, eine Theorie ist ja, vielleicht hat sie sich nicht vorher verkauft, die Original, dass sie sie jetzt unter einem neuen Namen nochmal rausbringen. Ich finde es komisch. Schön viel Käse oben drauf. Sehr tomatig. Ich zeige euch hier mal noch ein anderes Stück in die Kamera, damit ihr auch was zu gucken habt außer mir. Also, sie sieht wirklich lecker aus. Sehr saftig.
Und unten der Boden auch knusprig. Und aber so, also unten quasi von unten der Boden sehr knusprig, darüber dann halt weicher, weil die Soße drauf ist. Ihr könnt es, glaube ich, hören. Auch der Rand ist geil. Und wenn man mal so das Bild anschaut, ihr habt es ja gerade gesehen, die sieht auch eigentlich so aus wie auf der Packung. Wusstet ihr übrigens, dass es auch einen Massenmörder mit dem Namen Ernst Wagner gab? Habe ich bei meinen Recherchen auf Wikipedia herausgefunden. Und der Ernst Wagner hier, das ist der, der wohl im Jahr X mit 23 der jüngste Bäckermeister des Saarlandes war. Nur so als Randinfo. Und früher, als er seinen ersten Restaurant und so aufgemacht hat, waren die mit Spießbraten sehr berühmt. Und die fingen auch an, mit sowas wie Spießbraten, Grillhähnchen und so weiter, das als Tiefkühlprodukt anzubieten. Und dann irgendwann kam Pizza. Er kam auf die Idee auf seinem Italienurlaub. Okay, also interessiert euch wahrscheinlich weniger, vielleicht aber auch doch. Man muss ja immer ein bisschen Mehrwert auch bieten, oder ich möchte das ehrlich gesagt tun. Trotzdem, boah, die Pizza gehört da nicht hin. Die Pizza ist lecker, sehr schön saftig, schön käsig. Ich finde den Boden wirklich sehr gut gelungen, muss ich sagen. Ihr könnt mal so sehen, was da so an Umdrehungen drin steckt. Eine ganze Pizza wird hier erfreulicherweise als Portion angegeben und nicht so lächerlicher Scheiß wie eine halbe Pizza. Wer isst denn eine halbe Pizza? Ja, wirklich größer. Zutaten, die sind mir wirklich positiv aufgefallen. Weizenmehl, Mozzarella 25%, das ist wirklich ordentlich Käse. Passierte Tomaten 21%, bisschen Wasser, Olivenöl ist drin 1%, Salz, nochmal pflanzliche Öle, Kräuter und Gewürze, Knoblauch, Hefe, Zucker. Das gehört in eine Pizza. Und Zucker ist ganz hinten. Also ist es so gut wie gar kein Zucker drin. Hier pro 100 Gramm haben wir 3,3 Gramm Zucker. Da kommt ja auch ein bisschen durch die Tomaten vor allem. Sprich, der zugesetzte Zucker, der ist marginal. Der ist ja weniger noch als Hefe und Knoblauch. Also ganz wenig. Hier könnt ihr die Zutaten auch einmal sehen. Und das Ding ist super. Das ist richtig, richtig lecker, muss ich sagen. Und ja, also kann man wirklich kaufen. 3,50 Euro ist nicht gerade günstig, ist aber auch eine große Pizza, wird man ordentlich satt von. Und ich würde sagen, jetzt seid ihr gefragt, was ist denn eure liebste Pizza? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dünne Pizza? Geht ihr nur Pizza essen? Lieber dicke Pan-Pizzas? Ich bin gespannt, was ihr sagt. Oder vielleicht geht ihr auch lieber nur nach Aldi. Und wenn ihr schon dabei seid, da unten was reinzuschreiben, lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch gerne ein Abo. Das supportet meinen Kanal. Dafür bedanke ich mich herzlich und sage, schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut und ciao.